Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VX82. Ja, und ihr seht hier schon mit Mütze. Ja, wisst ihr warum? Guckt mal. Meine Frau hat mich komplett kahl geschoren. Ja, eine Sommerfrisur. Jetzt im November richtig cool. Und da ich jetzt auf dem Weg nach Leipzig bin und nach Leipzig bin, ja, was mache ich wohl da? Ja, ich mache ein kleines Follow-me-around für euch. Denn ich besuche nämlich HD-Filmportal, den lieben Christoph. Und was ich oder was wir miteinander vorhaben, das werden wir jetzt im Laufe des Videos mal erleben und sehen. Vielleicht gibt es auch ein Exklusivinterview mit ihm, mal gucken. Und vielleicht fahren wir auch irgendwo hin. Ja, lasst euch überraschen. Ich wollte euch noch 2 Stunden. Ihr seht schon, es wird schon etwas dunkel. Ja, ist ja November, ne? Kalte Jahreszeit beginnt. Und ja, wird auch schnell dunkel und deswegen wird es euch auch keine weiteren Videos mal geben, jetzt während der Fahrt, denn irgendwie so ein paar leuchtende Rücklichter zu sehen, ist ein wenig langweilig. Und deswegen beim nächsten Mal, wenn ihr hier gleich weitergeht, sind wir direkt beim Christoph. Und ja, seid gespannt, was wir in diesem Video alles machen werden. Sag jetzt mal schon mal bis denne und jetzt gebe ich erstmal Stoff. Halt, beim Hermsdorfer Kreuz muss ich direkt 100 fahren, sonst wird er geblitzt. Ja, und das will ich ja nicht. Ja, das war's erstmal und bis denne. Tschüss mit Ö, bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, ich bin in Leipzig angekommen und hier neben mir sitzt der Christoph vom HD Filmportal. Ja. Und hallo erstmal. Hallo, hi, schön, dass du hier bist. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns fürs Her. Ja, gestern bin ich um 20 Uhr angekommen hier nach viel Nacht und Nebel bei mir und da haben wir uns erstmal uns beschnuppern müssen und kennenlernen müssen und haben uns gut unterhalten und sind, denke ich mal, schon auf derselben Wellenlänge, oder, würde ich jetzt mal sagen? Von der Größe nicht ganz, aber so an sich, von der Sache her, perfekt. Und ja, ich habe auch schon seine Sammlung bewundert. Ja, ja, ihr seht hier schon im Hintergrund ein bisschen was. Und ja, oh, schön. Der Heilige Gral steht hier auch hier drin, und zwar von Filmarena, ne? Die Katakomben. Die Katakomben. Ja, und ja, natürlich möchte ich auch mit dir noch irgendwas machen, haben wir geblickt. Ne? So ein kleines Interview. Ne, ein Interview auf Fränkisch gesagt. Auf Fränkisch? Ne, auf Fränkisch. Ich kann da nicht sechseln, das kann ich leider nicht. Ja, nur so ein bisschen. Also, ich bin hier in Leipzig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon mal sehr gut, dass du gut Deutsch kannst. Danke, danke. Sehr nett. Weil wir waren nämlich mal hier in der Nähe, auch in Leipzig, da habe ich mal nach dem Weg gefragt. Ich habe nichts verstanden. Es gibt ein paar extreme Wortkünstler sozusagen, ja. Da versteht man kein Wort. Also, ich habe gesagt, Schatz, was hat der jetzt zu uns gesagt? Was will er? Wo soll mir hinfahren? Keine Ahnung. Was will er? Ich habe mal wieder ein paar Fragen vorbereitet. 13 ja. Stück an der Zahl. 13 Stück. Na ja. Gut, kriegen wir hin. Und ja, wir würden einfach sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Denn wir haben noch einen strengen Zeitplan heute ja. Noch vor uns. Denn wir haben noch viel mit euch vor. Ne? Und aber erstmal das Interview, damit ihr mal wisst, wer er eigentlich ist. Und da fangen wir gleich mal an. Ja. Wie alt bist du? Und erzähl doch irgendwas von dir. Genau. Also, ich bin der Christoph, bin jetzt 34 geworden vor ein paar Wochen. Nein, eigentlich schon in Monaten kann man sagen, im August. Das ist schon eine Weile her, ne? Ja. Ja. Und ja, bin natürlich leidenschaftlicher Sammler, so wie wir alle. Und habe angefangen, das muss ich überlegen, wann habe ich so richtig angefangen mit Sammeln. Also mit der Sammlung, die ihr da hinten seht, habe ich vielleicht vor zweieinhalb Jahren angefangen und ziemlich exzessiv, sage ich mal, das ganze Thema behandelt und habe auch erstmal nur Emirates gesammelt, dann habe ich gesagt, Emirates sind doof, ich will nur noch Steelbooks sammeln, dann habe ich alles ausgetauscht, dann habe ich nur noch Steelbooks gesammelt, dann habe ich gesagt, Steelbooks ist schön, aber irgendwie auch irgendwie deutsche Steelbooks, teilweise 5 Euro, langweilig und dann habe ich so den asiatischen Markt so ein bisschen kennengelernt und da dann so reingerutscht und dann habe ich auch mal einen Filmarena kennengelernt und irgendwann andere Sachen kennengelernt, also so Stück für Stück immer mehr kennengelernt und dann habe ich gedacht, okay gut, jetzt geht es nur noch darum, die heiligen Grale sozusagen zu besitzen und dort auch welche schönen Reihen vollständig zu haben und seitdem habe ich mir gesagt, okay, alles raus, was nicht mit Filmarena zu tun hat, was nicht mit Bluefan zu tun hat, das sind die einzigen, die drinnen bleiben. Rest kommt alles weg, bis auf ein paar schöne Sondereditionen, okay. Wie Herr der Ringe, die Regalversion zum Beispiel, die ja im Hintergrund steht. Ja. Oder einfach so ein paar schöne Schmuckstücke, sage ich mal. Ansonsten alles weg, weil es gibt Fernsehen rein theoretisch, es gibt ein Kino, wo man sich die Filme angucken kann. Stimmt. Und ja. Es ist teuer, das wissen wir alle, teures Hobby. Und der Platz ist auch rar. Nicht jeder hat eigene Zimmer, wo man was reinstellen kann, ja, oder so. Ich auch nicht. Genau, nein. und deswegen muss man da ein bisschen Abstriche machen und deswegen halt wirklich nur noch Bluefans, Filmarena, okay. Und die Auskopplung Black Baroons und Steel Archive macht zum Glück noch nicht so viel, aber auch ja. Da wird gesammelt und ja, das sind nur die einzigen Sachen. Okay.
Okay. Genau. Ja gut, du hast schon die Frage vorgezogen. Hier bist du selbst Filmsammler. Also ja, bist du. Genau, ne? Wie lange sammelst du schon? Seit 2 Jahren? Wobei angefangen habe ich, also mit Sammeln habe ich vor 2, 2,5 Jahren. Und okay. Das erste Mal, muss ich kurz überlegen, das ist schon eine ganze Weile her. Vor 10 Jahren habe ich, glaube ich, so meine erste Blu-ray gekauft und bei eBay. Da kamen mir noch so 20 Euro, so gebrauchte Blu-rays. 20 Euro war damit noch ein Schmuckstück, auch ein Gral schon. Und, oder vor 8 Jahren, wann das war. Und auch da habe ich gemerkt, wenn man da so, gibt es so bestimmte Foren, wo man dann halt tauschen kann, handeln kann, nachlesen kann. Mensch, da gibt es ja auch was Übersee und so, was man alles kaufen kann. Da habe ich schon mal so eine Phase gehabt, wo ich halt wirklich 2, 3 Jahre intensiv wirklich aber nur Blu-rays gesammelt habe, also nur Blu-rays gesammelt habe. Und irgendwann habe ich es aufgegeben, weil es zu teuer war. Und dann habe ich es ein bisschen ruhen lassen, aber seit 2, 3 Jahren wieder. Ja, dann kannst du bestimmt noch sagen, was die allererste Blu-ray war bei dir, oder? Das will, glaube ich, keiner wissen, aber die allererste Blu-ray, die ich mir geholt habe, war Narnia 2, Prinz Caspian oder wie das heißt. Das war meine allererste Blu-ray, die habe ich beim Mediamarkt in Halle gekauft für 30 Euro. Neu OVP. Und das ich weiß noch, meine allererste DVD sogar noch von 1999. Oh, nee, ja. Keine Ahnung. Detroit Rock City von Kiss. Und nur deswegen habe ich mir eigentlich ein DVD-Laufwerk für meinen PC gekauft. 200 Euro und die DVD war, glaube ich, bei 40 Mark. Nee, Mark war es noch. 40 Mark durchgelegen, ja. Ah, okay. Das war mein allererstes Ding. Ja, okay, hast du dich auf besondere Editionen spezialisiert? Haben wir auch schon beantwortet. Genau, Filmarena, ne? Filmarena Blue Fans. Genau, definitiv. Okay. Die dritte Frage ist: Arbeitest du noch nebenbei oder machst du es als Hauptberuf wie ein HD-Filmportal? Genau, also momentan habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Ich habe 7 Jahre lang im Callcenter gearbeitet, jeden Tag 10 Stunden gearbeitet, Trainer, Teamleiter, war alles ein bisschen viel Arbeit, viel Stress. Bin auch gependelt, habe auch teilweise in Dresden gearbeitet, ganz am Ende und hat alles nicht so funktioniert und bin seit Mai sozusagen wieder in Leipzig diesen Jahres und habe mir gesagt, okay, machst jetzt eine Auszeit, du willst jetzt deine Sammelleidenschaft, die ich halt habe und das, was ich so nebenbei noch mache, ein bisschen intensivieren, ein bisschen nach vorne bringen und das versuche ich jetzt noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall da weiterzumachen. Mache nebenbei noch was anderes, also ich habe so 2 nebenberufliche Standfüße, Standbeine, sage ich mal, den Handel sozusagen mit meinen Sammlungen und ich bin auch so Versicherungsvertreter, sage ich mal, bei einer Versicherungsfirma hier in Leipzig. Und das sind so meine 2 kleinen Standbeine, die ich habe, aber ich will schon HD Filmportal auf jeden Fall so weit nach vorne bringen und die Auszeit hat mir gut getan, dass ich da wirklich das Netzwerk spannen konnte und viele Kontakte knüpfen konnte. Und hast du schon. Hat ganz gut funktioniert, wie wir sehen, ne? Ja. Genau. Ja, eigentlich sind wir nur das aufeinander gekommen, eigentlich durch den Thomas von Stieler. Stimmt, ne? Der hat mir eigentlich dich angeboten. Genau. Mensch, schreibe mal an wegen den Schutzfilm. Er hat mich dir angeboten, ja, okay, gut. Du weißt nicht, ob ich meine. Ich und meine Sprachstörungen, das weißt du schon. Ja, seit wann gibt es einen HD-Filmportal? Gehen wir mal ins Eingemachte. HD-Filmportal, also als Name angemeldet habe ich es im Februar 2014. Da habe ich es aber erstmal als Name nur angemeldet bei eBay, weil ich einen Shop aufgemacht habe. Halt so wirklich ein paar Filme gekauft, verkauft und so und ganz klein angefangen, wirklich aus dem Nichts, sage ich mal, einfach mal angefangen, einen Film zu kaufen, geguckt und wieder verkauft und das lief halt so gut, dass ich kenne es halt, wie gesagt, von früher, wo ich das schon mal gemacht habe, es kann halt relativ viel werden, relativ schnell, weil es ja doch teilweise viel Geld, was da über den Tisch rollt, sage ich mal, und da habe ich mir gleich gesagt, okay, melde es als Gewerbe erstmal an, dass du vom Finanzamt keinen Stress bekommst und so und deswegen seit 2014 offiziell der Name HD Filmportal, genau. Und wie bist du auf den Namen gekommen? Wie bin ich auf den Namen gekommen? Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die du einmal dabei hast. Keine Ahnung. Fangfrage, ja. Das muss man nochmal in den Cut schneiden. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Also HD, klar, wegen High Definition oder irgendwie sowas, das ist so der Bezug dazu, aber ansonsten Filmportal, keine Ahnung. Also es kann sein, dass ich nachts geschlafen habe und dann kam irgendwie ein Stern oder irgendeine Wolke oder irgendwas kam und ich bin aufgewacht, okay, Filmportal, das wird's, keine Ahnung. Okay, und wie bist du auf die Idee gekommen, mit Sammelbestellungen zu machen? Genau, Sammelbestellungen, jeder Sammler kennt's, wenn man nicht früh genug am Ball ist oder in Asien nachts um 3 aufsteht etc. oder der Server nicht down ist oder so, wie bei diversen Asiaten, ich will jetzt keinen Namen nennen. Kommt man an die Edition nur für 100, 150, 200 Euro ran und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ja. Und dadurch, dass ich mir jetzt einen kleinen Status, in Anführungsstrichen, erarbeitet habe, jetzt 2 Jahre lang, jetzt auch einen eigenen Namen habe, so ein kleines Standing habe, sage ich mal, habe ich einfach mal ein paar Label angeschrieben, wo ich selber gern sammle. Und habe da so kleine Kooperationen angefangen, habe dann so nach ein paar bestimmten Stückzahlen gefragt und so und seitdem. Ja, läuft das ganz gut. Ich versuche das auch alles noch zu erweitern. Ich habe jetzt sozusagen mein 4. Label, habe ich jetzt sozusagen gerade ganz frisch
so aufgemacht, wo ich Sammelbestellungen mache. Und wie gesagt, Filmarena ist momentan das allergrößte. Die wächst auch extremst. Also da hoffe ich mal, dass es nächstes Jahr dann die Stückzahl wirklich verdoppelt wird, die ich da bekomme, okay, und auch meine Kundschaft verdoppelt wird. Blue Fans mache ich jetzt, das ist so gerade so ein bisschen am Steigen, Steelarchiv, auch da läuft es, die erste Bestellung, die hat sich leider verschoben, aber auch da habe ich schon relativ viele zusammen. Und was ich ganz neu habe, was aber auch über einen anderen Händler hier in Deutschland läuft, ist Mantalab. Also auch da habe ich jetzt Connections, wo ich zumindest erstmal rankomme und wo ich ein bisschen was reservieren kann. Okay. Und Plan ist es, ich habe so eine kleine Umfrage auf meinen Foren, auf meiner Seite gemacht, und der Plan sind auch Nova und Kimchi, definitiv. Okay. Das sind nur die anderen zwei Asiaten, die in meiner Beliebtheitsliste, sage ich mal, ganz oben sind von meinen Kunden, und werde auf jeden Fall versuchen, da als nächstes wieder mit einzusteigen und will auch noch so ein bisschen den vielleicht amerikanischen Markt, kanadischen Markt hier mit Best Buy, Target und so alles mit eingehen. Ja. Mal gucken, wie das so alles läuft. Also ihr seht schon, hier ist so viel los, ne? Und auf jeden Fall mal auf seiner Seite gucken. Und wie kann man eigentlich bei diesen ganzen Sammelbestellungen bei dir teilnehmen, damit sie auch mal wissen, okay, ich mache es ja nicht mehr, weil ich ja jetzt das dir abgegeben habe, und das ist auch gut so. Ja. Bin dir auch sehr dankbar dafür, dass du das alles für mich jetzt übernommen hast. Und wie kann man da also am besten an dich rantreten? Wie macht man das? Genau. Also am besten erstmal die Anmeldegebühr von 500 Euro bezahlen, ne? Und ich habe nur so Geld gemacht. Nein, natürlich nicht. Also es ist ganz einfach, unterm Strich. Meine Hauptbestellung mache ich per Facebook. Da habe ich auch eine eigene Shopseite. Einfach mal bei Facebook suchen, HD Filmportal. Da seht ihr schon ganz viele Posts von Filmarena, von Blue Fans und noch von anderen Sachen, die ich mit anbiete. Für alle Leute, die nicht bei Facebook sind, gibt es ja natürlich auch viele, habe ich auch viele Kunden, bin ich noch bei zwei, drei anderen Foren, Blu-ray.com oder Blu-raydisc.de zum Beispiel. Oder was ich auch habe, ist ein eigener Mail-Verteiler. Also ich habe viele Kunden, die ich mal bei eBay angeschrieben habe, bei eBay Kleinanzeigen, oder die mich einfach mal so angeschrieben haben, weil sie meinen Namen kannten, weil ich halt auch immer meine E-Mail-Adresse mitgeschickt habe, und haben mich halt gefragt, ob ich auch mal durch Zufall an die Edition rankomme, an die Edition, und da habe ich halt ein bisschen ins Gespräch gekommen, und seitdem ist mein Mail-Verteiler, sind jetzt auch 40, 50 Mal mittlerweile drin in den letzten Wochen aufgebaut, und da sind auch Stammkunden mittlerweile drin, weil die halt wirklich Facebook meiden, verständlich, sage ich mal, viele wollen es einfach nicht. Das heißt, Facebook Nummer 1, die zwei, drei Foren, Blu-ray.com oder Blu-ray-disc.de, beziehungsweise einfach eine E-Mail schicken, können wir dann bestimmt unser Video. Könntest du dann noch ein Video als Videobeschreibung reinmachen? Genau, einfach anschreiben und dann seid ihr mit drin. Dann schicke ich alles rum, Rechnungen, Informationen, Releases, Bilder, also alles das, was ich auf den normalen Gruppenseiten posten würde, schicke ich auch per E-Mail rum, und da überhaupt kein Thema. Sehr cool. Ja. Na, einfach, eigentlich easy. In der Videobeschreibung unten drin sind die ganzen Links dazu, und dann gleich mal draufklicken. Gut, und was gibt es jetzt zu beachten bei den ganzen Sammelbestellungen? Genau, beachten eigentlich nicht viel. Man muss schnell sein, das ist das Wichtigste. Also sobald ich irgendwas poste oder sobald ich was per E-Mail rumschicke und da irgendwas mit Pre-Order drin steht, eigentlich schnellstmöglich mir Bescheid geben, ob ihr es wollt oder auch ob ihr es nicht wollt, damit ich einfach die Richtung weiß, weil nicht jeder nimmt alles, ne, ist ja klar. Ich habe eine Liste mit den ganzen freien Plätzen, ein paar sind schon vergeben für meine Sammlerkunden, die halt wirklich jede Edition nehmen, die haben auch eine Sammlernummer von mir bekommen, beziehungsweise von Filmarena, also wenn da jemand dabei sein sollte, der auch wirklich sagt, ich möchte jedes Release haben, kann sich gerne bei mir melden, ich frage da eine Nummer bei Filmarena an, in der Regel bekomme ich sie auch, und ihr könntet jede Edition bekommen. Sehr cool. Das ist eigentlich kein Thema. Ansonsten, wie gesagt, schnell sein, und eigentlich müsst ihr nicht viel machen. Also wichtig ist nur, die Bezahlung läuft Überweisung, PayPal, eins von beiden. Also denk mal, das machen die meisten. Versand, ich verschicke weltweit. Also egal, ob das jetzt Deutschland ist, ob das jetzt Asien ist, Afrika. Also ich habe weltweite Kunden überall. Also das ist mir egal. Verschicken tue ich immer versichert. Es gibt so ein paar Stammkunden, die wollen nur einen Maxi-Brief oder ein Päckchen haben. Nur, okay, mache ich, okay, aber in einem Strich will ich wirklich nur versichert machen, weil es ist Sammelbestellung, ist ein Paket, ist ein Wert drin, genau. Es muss nicht mal mein Fehler sein oder dein Fehler sein, es kann auch mal die Post irgendwas versaubeln, passiert häufig genug, deswegen Paket, und ich schicke immer eine Deadline rum, also sobald ich weiß, wie viele Bestellungen ich habe, beziehungsweise sobald die Liste voll ist, oder die Listen, verhandle ich eine Deadline für die Zahlung mit den jeweiligen Labels, mit Filmarena, mit Bluefans etc. Sobald das steht, schicke ich meine E-Mails rum, meine Rechnung rum, sage einfach hier, bis dahin muss gezahlt werden, so und so viel kostet es. Ich kann jetzt schon sagen, bei Filmarena versuche ich, bis jetzt hat es immer funktioniert, immer unter dem Preis zu sein,
den man selber persönlich dort bezahlen würde, also inklusive Versand. Okay. Also ich sage ich mal unterm Strich, was kosten Editionen? So 32 Euro vielleicht plus nochmal 10 Euro Versand. Ja. Oder 8 ja. Euro bis zu so 40, 42 Euro für eine einfache 2D-Standard-Edition. Mhm. Da zahlt man bei mir momentan 36,50 Euro plus Versandnachweis. Ist man unterm Strich vielleicht bei der gleichen Summe, aber den Vorteil, den ihr bei mir habt, ihr könnt sammeln. Also jeder Kunde kann Versandkosten bei mir sparen, indem er sagt, okay, pass auf, die nächsten 5 bestelle ich bei dir, behalte die bei dir im Schrank oder im Regal, im Lager, das ist wo auch immer, schick mir die alle Ende des Monats zu und das kann jeder Kunde bei mir machen. Also das ist okay. Der Vorteil, das nutzen auch sehr, sehr viele. Ich habe jetzt Kunden, die kriegen von mir 7, 8, 9 Steelbooks mit einem Schlag zu Weihnachten, das werden natürlich schön großen Pakete, aber die zahlen dann ein schönes Weihnachtsgeschenk, perfekt. wenn die Releases eingehalten werden vom Datum. Mhm. Das ist der große Vorteil. Und wenn wir auch gleich noch dazu kommen, ich spiele auch noch ein, zwei andere Sachen an, die für Sammler sehr interessant sind. Und deswegen ist das unterm Strich immer günstiger als das, was man auf der Homepage zahlt. Das definitiv. Ja. Du tust alles voraus. Genau. Bezahlmöglichkeit haben wir jetzt auch schon. Wie versendest du, haben wir auch schon besprochen. Okay, kann man dir jetzt auch stapeln, haben wir auch schon besprochen. Und ja. Und wo lagerst du das ganze Zeug, wenn ich jetzt mal nicht mehr fragen darf, weil so eine große Wohnung hat er jetzt nicht, dass man jetzt hier... Das ist richtig. Es stehen auch keine Filmarena-Sachen hier rum. Also wie machst du das dann bitte? Momentan habe ich kein Lager, wie du schon gesagt hast. Okay. Ich habe höchstens so ein paar Ikea-Schränke, wo relativ viel reinpasst. Aber da ist halt immer so, die Filme sind halt weg. Also ich bestelle die, die sind verkauft, obwohl sie noch gar nicht bei mir im Schrank sind. Also vor dem Release... sind die alle vergeben. Das heißt, die kommen zwar alle zu mir oder ich hole sie ab etc., dann packe ich die alle ein, verschicke die wieder und dann sind die Schränke leer. Also das ist halt wirklich nur, wenn halt wirklich mal ein paar Releases sein sollten, die schlecht weggehen und die nicht so beliebt sind und so, die muss ich dann in meinen Schränken oder in meinen Regalen lagern. Ansonsten geht eigentlich alles, sobald es ankommt, sofort wieder zur Post raus. Wenn die Kunden die sammeln, das kommt natürlich auch vor, aber da habe ich genug Platz. Okay. Genau. Okay. Ja, okay, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was man eigentlich jetzt, was du auch schon gerade angesprochen hast, und zwar mit dem anderen Thema, was er auch noch angeht, und zwar nämlich Schutzhüllen. Da habe ich auch ein Video für euch gemacht von ihm diesen ganzen verschiedenen Schutzhüllen, wo er anbietet. Richtig coole Sachen. Ich habe jetzt auch schon mal die ganzen eingepackt und werde jetzt auch noch 100 Stück von ihm jetzt auch mitnehmen für meine ganzen restlichen Filmrede-Sachen noch. Und ja, wie kommst du eigentlich auf die Idee, das auch noch anzubieten? Genau. Auch hier kann ich nicht sagen, wie das passiert ist. Okay. Keine Ahnung, also ich habe das irgendwo mal ich glaube, ich hatte einen anderen Kollegen, den Namen sage ich jetzt nicht, Konkurrenz, aber auf jeden Fall ein anderes Label in Deutschland, mit dem hatte ich mal bei Facebook mal ein bisschen geschrieben und so und bietet auch Hüllen an, aber eben nur, also nicht komplett geschlossen, also halt wirklich, wo eine Seite immer offen ist und das gefiel mir nicht, weil als ich dann angefangen habe, so die etwas höherpreisigen Steelbooks zu kaufen, habe ich dann gemerkt, wenn schon, dann sollte es komplett geschlossen sein. Und da habe ich halt wirklich mal ein bisschen gegoogelt. Und dann bin ich eben auf ein großes Label gekommen, nicht aus Deutschland, aber auch in Europa, wo weltweit das Ganze vermarkten und das Ganze verschicken und versenden. Die habe ich angeschrieben, wie man es halt immer so macht, wie ich es auch mit den Labels gemacht habe, für Filmarena, Bluefans und so. Und ja, habe da jetzt eine Kooperation seit, ich würde sagen, bald zwei Jahren. Und bekommen dies auch zum Großhändler Einkaufspreis sozusagen und bekommen da alle Artikel, alle Hüllen, Aufsteller, die anbieten, bekomme ich auch zu einem sehr guten Preis. Auch hier versuche ich unterm Strich den Preis zu unterbieten von dem, was ihr wieder für einen Zehnerpack Hüllen kaufen würdet, plus Versand aus dem Land. Und auch da versuche ich den Preis ein bisschen zu drücken, dass ich da ein bisschen günstiger bin. Aber der große Vorteil, ihr müsst keine 50 Stück kaufen, ihr müsst keine 10 Stück kaufen. Ich habe jetzt ganz neu in meinen Sammelbestellungen drin, dass man eben, wenn man eine Filmarena-Bestellung bei mir hat, dass man auch sich für diese eine Edition eine Schutzhülle dazu kaufen kann. Sehr geil. Ja. Das heißt, jeder kann sich individuell so viel kaufen, wie er will. Willst du eigentlich auch dann das auch umstellen auf einem Online-Shop dann? Dass du dann, ja. Also das auf jeden Fall. Also ich möchte wirklich schon, dass jeder das kauft oder kaufen kann, was er will. Also er ist nicht gezwungen, große, kleine Mengen zu kaufen, so viel, wie er will. Ich will es auch kombinieren, dass man in einem Artikel, sage ich mal, mehrere Größen kaufen kann und so, also dass es noch einfacher für den Kunden wird. Wird noch ein bisschen dauern, weil es viel Arbeit ist, aber auf jeden Fall sind den Kunden da, sage ich mal, keine Grenzen gesetzt. Okay, sehr cool. Okay. Ja, und welche Schutzhüllen gehen jetzt bei dir am meisten, wenn wir jetzt diese FCF, SCF... FC, FCB, VB, FCB... Ja.
Also am besten natürlich jetzt durch die Werbung, auch durch dich, natürlich mit Filmarena, die für die Fullslips von Filmarena, von Bluefans, die Größe, die gehen am allerbesten. Und das sind die SCF2-Schutzhüllen, genau, SCF2. Und die auch sehr gut laufen sind für die Standard-Steelbooks, auch die komplett geschlossen, das sind die SCF1er. Okay. Die laufen auch sehr, sehr gut, auch komplett geschlossen, halt für die schmalen Steelbooks, für die Standard-Steelbooks mit so einem Pappschuber, mit diesen J-Cards oder so, die laufen auch sehr, sehr gut. Ansonsten die für die Standard-Steelbooks auch, die Dreiviertel-Schutzhüllen habe ich auch im Angebot, auch die laufen teilweise recht gut, immer so phasenweise. Aber unterm Strich Filmarena, SCF2 und SCF1, das sind so die ganz großen, die sind ganz oben drauf, auf dem Topf. Ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und was kann man noch von dir in der Zukunft noch erwarten? Großes. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall will ich meine GBs, meine GBs ein bisschen erweitern, dass ich noch mehr Labels reinbekomme, noch mehr Asien, noch mehr Amerika, Kanada, dass ich da mehr Kontakte habe, dass die Kunden halt wirklich so viel wie möglich bei mir ordern können, wo sie sonst nicht rankommen oder über 50 andere Kontakte rankommen. Das will ich schon so ein bisschen monopolisieren, sage ich mal. Ich habe noch so ein paar andere Gedanken. Es gibt ja viele Labels in Asien, es gibt zwei Labels in Korea, zwei in China, Indien etc. Und wir haben momentan nur eins in Deutschland. Und ich habe eine Idee, vielleicht werden es auch noch mal zwei, sagen wir es mal so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, da muss ich noch ein paar Gespräche führen, sagen wir es mal so. Also das auf jeden Fall, das sind Ideen, ansonsten halt wirklich die Sammelbestellung wirklich erweitern, mehr Labels reinzubekommen, bei den Schutzhüllen noch mehr das, was auf den Markt kommt, halt wirklich alles abzugreifen. Aufsteller habe ich auch im Angebot, momentan nur diese typischen zweiteiligen zum Zusammenstecken, sage ich mal, diese Standardaufsteller. Auch hier will ich das Angebot ein bisschen erweitern, dass da ein bisschen mehr Qualität reinkommt. Auch ein bisschen wirklich, wenn es um Heiligen Gral geht, wie zum Beispiel von Filmarena, Katakomben oder so, dass man den halt wirklich schön präsentieren kann. Schöner Aufschlag dazu. Alles das ist für nächstes Jahr geplant. Also es wird nicht langweilig. Das Angebot wird immer erweitert und immer vergrößert. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwann auf meiner Seite sehe oder in meinen Gruppen oder wo auch immer. Ja, damit ist unser Interview schon fast zu Ende. Denn wir haben noch mehr geplant, denn ihr habt schon bemerkt, es wurden hier zwei Schnitte vorgenommen in diesem Interview-Video, denn wir bekamen noch einen Gast hier mit dazu und der darf jetzt auch mal in die Kamera kommen, nämlich ein Abonnent und auch ein Kunde von ihm, der liebe Andy Hartleb. Am besten gehst du mal mit hier rüber. Ich gehe mal hier in die Mitte. Und ja, hi erstmal. Hallöchen. Servus. Und ja, hier ist der Andy. Und er fährt jetzt mit uns wohin? Nach Prag. Das ist in Prag. Wir fahren nach Prag, ohne Scheiß, ja. Und das ist so der nächste Highlighter für uns. Ja, und Andi, woher kommst du jetzt genau? Ich komme aus Nordhausen. Das ist jetzt wie weit von Leipzig entfernt? 140 Kilometer knapp. Also wir sind eigentlich alle recht weit hierher gefahren, um bei ihm zu sein. Und dann geht es dann gleich mal nach Prag. Und was machen wir da? Knödel essen, Gulasch. Das wird besser raus. Das ist ein schöner Ausflug. Ja. Weihnachtsmarkt ist auch, also schön. Ja. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Nett? Nee. Okay. Vielleicht mal irgendwas kaufen, Film oder so, keine Ahnung. Film kaufen. Weiß nicht, gibt es da eine Möglichkeit? Prag? Film kaufen? Filme? Keine Ahnung. Mal schauen. Lass dich mal überraschen, was wir da machen. Ne? Und ja, seit wann bist du eigentlich jetzt hier Kunde bei ihm? Oh. Das ist locker schon ein halbes Jahr her. Oder? Ich überlege gerade ein halbes Jahr, so lange schon, ja? Ich denke schon, wo ich die ersten Schutzhüllen bestellt habe, da könnten wir uns noch gar nicht, das war ja über eBay. Das stimmt, hat man ja, ne? Genau, ja. eBay-Kunde und dann Privatkunde und jetzt genau. VIP-Kunde. Jetzt ist aber VIP. Ja, und seit wann kennst du meinen Kanal? Na klar. Schon lange. Echt schon lange? Mhm. Seit Anfang an? Nein, seit Anfang an nicht, aber es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich auf Abonnieren geklickt habe. Okay. Ja, kann ich verstehen, ich bin auch manchmal sehr nervig. Durch meine ganzen täglichen Videos, die ich gemacht habe. Ja, okay, würde mal sagen, wir fahren jetzt los, dann gibt es noch ein paar Szenen noch während der Fahrt, ne? Und jetzt müssen wir noch was schuften für ihn auch noch, aber das kriegen wir hin. Und ja, viel Spaß jetzt noch auf der weiteren Reise nach Prag und bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, wir sitzen im Auto, ne? Die beiden sitzen da vorne und das Wetter ist richtig scheiße. Guck dir mal da raus. Der Name geht drauf und sagt, nee, ich will. Man erkennt nichts. Hatte ich gerade anders haben, damit drei Teile dann entschieden. Die beiden halten sich über Filme, alles klar. Und es geht auch durch, das ist ohne Zeit. Aber wir haben genug Platz.
für die ganzen Editionen. Was? Editionen? Und die wirklich Editionen? Mal gucken. Ja, liebe Filmfreunde, kleines Update von uns. Von uns drei hier, von dem Christoph, vom Andi. Ja, wir sind hier gerade mitten in der Bamba. Wir wissen gar nicht, wo wir sind. Gerade eben, wir irgendwie wird diese Fahrt nach Prag zu einer Abenteuerfahrt ins Ungewisse. Und da kommt auch noch ein Alter, aber Scheiße. guckt euch mal diese Straßenlage an. Es ist nicht sehr interessant. Ich finde schon sehr, ach du Scheiße, perfektes Timing für das Video, schlecht. Ja, also ihr seht schon, es ist richtig eine wunderschöne Autobahnstrecke. Ja? Vierspurig. Mal gucken, ob wir heute jemals in Prag ankommen werden. Denn ich habe da so das Gefühl, da es heute nichts mehr wird, glaube ich, mit unseren Editionen. Es gibt noch ein Update, wenn wir irgendwann mal wieder auf der Autobahn sein werden oder auch nicht. Oder in einem Hostel landen. Ihr wisst ja, Hostel schaut dann schlecht für uns aus. Aber gut, immer positiv denken. Ja, wir haben es geschafft. Doch kein Hostel, doch kein Aufschlitz. Und ihr seht hier schon direkt voraus ein Tunnel, wie auch immer, was auch immer. Ja, aber auf der Autobahn sind wir wieder. Und wir haben noch genau 65 Kilometer vor uns. Und jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Oder Jungs, was meint ihr dazu? Nein. Nein. Also ziehen wir das durch. Jawohl, so ist richtig. Wände sind vorne durch. Also ihr seht schon, wir haben unseren Spaß heute auf jeden Fall. Und bis gleich in Prag, hoffe ich mal, irgendwann. Wir sind in Prag angekommen. Ja, guckt euch das an. Juhu. Mit zwei Navis haben wir es geschafft. Wie lange sind wir jetzt gefahren? Drei Stunden, oder? Minimum. Drei Stunden, ja. Drei im Viertel, ja. Und ja, Prag ist natürlich eine sehr schöne Stadt, wie ihr hier seht. War das jetzt Sarkasmus? Nee, oder? Bisschen. Nein, also eigentlich ist die Stadt schon wirklich sehr schön, aber eigentlich ist das Wetter einfach heute nicht besonders. Das Wetter macht es alles grau, ja, und triss. Macht es wirklich grau und triss. Ja, leider fahren wir heute nicht zu dem richtigen Filiale von Filmarine, sondern zu einem Lagerhaus. Da war ich selbst noch nicht und bin gespannt, ob wir da Fotos machen dürfen oder ein Video drehen. Mal gucken, wir fahren einfach mal nach. Ihr werdet es sehen, aber vor der vorm Lagerhaus mal noch ein kurzes Statement-Video für uns und dann gehen wir dann mal rein und mal gucken, was dann passieren wird. Und seid gespannt, kann ich nur sagen. Aber dann zum Schluss seht ihr auf jeden Fall, was der liebe Christoph hier mitgenommen hat und was ihr bald in euren Händen halten dürft. Oh yes. Okay, bis gleich. So, wir sind auf der Zielgeraden und hier auf der rechten Seite sehen wir gleich, das gelbe Haus ist Filmarina. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt rechts. Und ja, da ist das Schild. Da ist das Haus. Oder hier rückwärts hier auf den dann? Ja. Und ja, wir sind gespannt. Guckt mal, wo wir alle stehen. Vor dem Filmarina-Schild. Sau geil. Jawohl. Richtig cool. Ja, und hier ist der Laden. Zumindest die Lagerhalle. Ich bin gespannt. Also anscheinend dürfen wir noch drehen. Gehen wir mal rein dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, bin schon gespannt. Oder was meint ihr? Gespannt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Was sagst du dazu? Sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, liebe Filmfreunde, wir sind aus der Filmarine wieder draußen. Und was soll man sagen? Wie war es für euch? Sauber. Wie war es für dich? Richtig, richtig geil. Ja, er musste leider vor der Tür fahren. Ja. Man muss aufpassen, dass das Auto geklaut wird. Ja, lieber Christoph, und jetzt bist du gefragt, was haben wir hier alles gekauft? Ach du liebe Scheiße, 6 Kartons voll, Wahnsinn. So muss das sein. Ja, und was haben wir hier mitgenommen? Was haben wir für schöne Grails? Also, meine Kunden bekommen von mir dieses wunderschöne Exemplar. Ja, Deadpool, saugeil, es glänzt muss extrem lieb. Sehr geil, oder? So, los. Ja, saugeil. Sieht sehr, sehr edel aus. Jo. Wie gesagt, Unboxing gibt es dann wieder später. Ja. Vom Kollegen, aber schon mal sehr geil, sehr geil. Natürlich darf nicht fehlen die Edition Nummer 2. Und hier schon sagen, der Effekt ist Wahnsinn. Ein richtig cooler Lenticular-Effekt, sehr geil. Sehr cool, jawohl, sehr geil. Also absolut gelungen.
Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Hardbox, die eigentlich auch noch der Oberhammer ist wahrscheinlich, glaube ich. Jawohl. Und wo dann? Hier ist sie. Sehr geil. Sogar mit Prägung. Ja. Spitzenmäßig, echt saugeil. Sieht sehr, sehr gut aus, die Nummer 5. Sehr und schön. Hin Deadpool, ja. Genial. Wunderbar. Genial. Genial. Und was haben wir noch? Waren das alle? Nein, das war natürlich nicht alles. Ah. Natürlich nicht. Eigentlich erst morgen Release, nicht erst heute. Nicht schon heute, aber wir haben es schon bekommen. Krampus, saugeil. Auch richtig stark. Coole Zeichnung. Ja. Und natürlich auch wieder mit Prägung. Perfekt zu Weihnachten, ne? Perfekt zu Weihnachten. Weihnachtsfilm perfekt. Ja. Ja, auf jeden Fall, das war unser Filmarena-Ausflug und wirklich war, was soll man sagen? Es war einfach nur. Katastrophenfahrt. Eine Katastrophenfahrt, aber. Absolut, absolut unbelievable. Ja. Ich bin wirklich geschockt nach diesem ganzen Anblick, was wir gesehen haben. Das war. Wo wir gar nicht übersprechen dürfen. Es war einfach nur. Wir dürfen nicht, aber. Ja, es war unglaublich geil, wirklich war. So, und was haben wir jetzt noch, Jungs? Ich würde sagen, irgendwas essen. Ja. Schön tschechisch essen mit Knödel und Gulasch. Oh, oh. Mal gucken. Das Vertrag. Oder was anderes. Pizza. Oder was ganz anderes. Was ganz anderes. Trockenes Brot. Und danach geht's nach Hause. Hostel? Nein, wir gehen nicht in Hostel. Wir müssen noch heim von irgendjemandem, die Katastrophe noch heimkommen. Na wunderbar, cool, cool. So na gut, dann gibt es noch ein paar kurze Ausschnitte von uns und noch werden wir essen vielleicht und dann auf der Einfahrt wieder. Und genau. Bis denne. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, liebe Filmfreunde, wie ist es schon in Deutschland zurückgekommen? Irgendwie in der Tschechei was zu essen zu finden, war eher nicht der Fall. Nee. Oder was war ihr? Die haben nichts zu essen. Die haben nichts. Nur aber nur Kraut. Wir gehen jetzt erstmal zum Videomarkt und gucken, was da Schönes gibt. Und dann gehen wir noch Pizza essen. Und dann gibt es noch ein Abschlussvideo von uns dreien, die jetzt gerade hinter alle in die Kamera gucken, die beiden. Sind ja eine Kamerascheu. Naja, aber ist ja klar. Okay, so, da ist mein Mediamarkt. Du bist von allen eben das Wesen. Wer ich? Du. Doch. Ja, ich war wieder ganz artig, ich habe nichts gekauft. Oh yes. Aber der liebe Andi hat wieder was gekauft. Und er muss noch fix zahlen. Und mein Freund, was hast du gekauft? Star Wars und Independence Day. Geil. Ja. Und was ist denn da? Nichts. Ich bin vernünftig, nur Filmarena. Siehste? Auch ich bin vernünftig, ich habe auch nichts gekauft. Ja. So, aber jetzt, ne? Jetzt essen wir erstmal Schwein, glaube ich. Einige geht erstmal Pizza essen. Oder? Pizza. Ich bin eine ganze Kuh. Ich bin eine ganze Kuh. Wie macht die Kuh? Ja, liebe Filmfreunde, wir sind wieder zurück beim lieben Christoph und mit Andi nochmal mit dabei. Wir waren jetzt noch kurz Pizza essen mit der lieben Kamerafrau im Hintergrund. Und ja, es war ein ganz toller Tag für mich, euch beide kennenzulernen. Ohne Witz, es war echt cool. Ja, ich weiß, war sehr, sehr lustig. Und ja, vor allem diese Abenteuerfahrt nach Prag, ja, das in dich gehabt. Wo ich schon Angst gehabt habe, dass mich irgendwo hier umgebracht werden in irgendeiner Ecke. Ja, auf jeden Fall richtig stark und nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich bei euch auch übernachten durfte, auch an die gnädige Dame hier in der Kamera. Echt cool und echt cool, dass du auch vorbeigekommen bist, auch nochmal eine anderthalb Stunden zu uns hergefahren bist. Echt geil und genial. Kann nur sagen, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder zu einer nächsten Tour nach Prag oder wo auch immer, die können mal zu uns kommen, ne? Ist klar. Und klar. Ja, würde man sagen, damit verabschieden wir uns alle dreimal oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Ihr habt die letzte Möglichkeit, jetzt noch die letzte, jetzt habt ihr die Möglichkeit, was zu sagen. Aber noch was sagen? Es war sehr schön, es war anstrengend, es war lustig, wir haben Filmarena gesehen, es war super genial. Ja. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennengelernt haben endlich. Und dass es weitergeht mit uns. Mit uns, dass es endlich weitergeht mit uns. Ja. Und nee, war toll. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß, ja. Ja. Und da würden wir sagen, tschüss mit Ö. Und vielleicht gibt es noch ein Schlusswort dann im Auto noch, wenn ich dann heimfahre. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ja, liebe Filmfreunde, ich bin wieder heil angekommen nach 2 Stunden Fahrt und nach wirklich 27 Schwertransportern vor mir. Wahnsinn. Noch nie so viele Schwertransporter auf einer Strecke gesehen innerhalb von 2 Stunden. Wirklich Wahnsinn. Ja, was soll ich sagen? Dieser Tag war wieder richtig genial. Wirklich ganz liebe, nette Leute kennengelernt. Der liebe Christoph mit seiner netten Freundin. Wirklich
ganz nette Menschen auch und wirklich herzensgut und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Nicht nur mal für euch auch, der Andi, wo uns hier ganz spontan mitgenommen hat nach Prag. Echt eine coole Aktion von dir, mein Freund. Wirklich eine echt geile Aktion. Und ich dachte, der Christoph verarscht mich jetzt hier. Er ist jetzt ja da. Andi kommt vorbei und wir fahren jetzt gemeinsam hier nach Prag. Okay, alles klar, sau cool. Also nochmal auch von dir herzlichsten Dank, dass du mich mitgenommen hast nach Prag. Und ich hoffe, euch hat die Pizza geschmeckt, die ich euch ausgegeben habe. Ja, liebe Filmfreunde, das war's auch schon von einem kleinen, kurzen Video hier von HD Filmportal. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären über diesen coolen neuen Shop, wo es hier gibt. Und ihr wisst ja, HD Filmportal hat schon Deadpool bekommen und auch Krampus. Ich hoffe mal, im Laufe des Tages, nächsten Tages, paar Tage jetzt, kommt auch meine letzte große Sammelbestellung für euch, die ich noch als letztes noch gemacht habe, also auch mit Deadpool. Und dann ist für mich erstmal hier Schluss mit Sammelbestellung. Aber wie gesagt, ihr habt hier eine gute Alternative gefunden mit HD Filmportal. Der macht uns etwas professioneller. Und ihr bekommt, wie gesagt, auch noch Schutzhüllen dazu. Und als kleines Dankeschön für das Video, wo ich für HD Filmportal gemacht habe, hat er mir wirklich ohne Scheiß für euch, für die Sammelbesteller, wo jetzt noch bei mir dabei waren, noch 25 Schutzhüllen mitgegeben von der SCF. Zwei, also wo genau die Filmarena Edition reinpassen, und da packe ich mal jedem ein so ein Teil mit rein, können wir mal ausprobieren. Also mal vielen herzlichen Dank nochmal dafür, echt sau cool von dir, echt herzlichsten Dank. Und ja, dann probiert es einfach mal aus und testet es mal, und wenn es euch was ist, könnt ihr bestellen. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es bleiben, aber ihr habt schon mal ein Exemplar für jeden diesen Paketen, der es von mir bekommt. Also wie gesagt, hier sind sie und die gehen direkt euch an euch mit, wenn mein Paket eintrifft. Und ich denke mal, wird nicht mehr lange dauern, dann bekomme ich auch meine Sachen und dann geht es direkt weiter zu euch. Aber diesmal wird es wirklich kein Video mehr geben von mir, wie ich es alles einpacke, denn ihr kennt es jetzt auch schon und ich habe auch da keinen Bock mehr drauf auf dieses Unpacking-Video. Und deswegen ist es für mich auch in Ordnung, so wie es ist. Und wie gesagt, hier mit HD Filmportal habt ihr jetzt auf jeden Fall gute Chance, trotzdem weiter an die Filmarena-Sachen zu kommen, an Bluefans und an was euch alles gesagt hat. Und ja, liebe Filmfreunde, das war es erstmal von meinem kleinen Follow Me Around oder Besuch bei HD Filmportal. Noch einmal herzlichsten Dank euch dreien, die... Hey, geht einfach das Licht aus. Ich glaube, ich spinne. Hä? Also unglaublich, keine Frechheit hier. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an euch allen dreien, die ich kennenlernen durfte. Natürlich auch an Filmarena. Es war wirklich wieder ein beeindruckender Tag, wirklich wahr. Und auch Filmarena an sich war genial, leider. Durfte ich keine Fotos machen und auch doch keine Videos machen. Es wurde mir strengstens verboten, aber was mir gesagt war einfach wow, wirklich wow. Und aber wir dürfen echt darüber nichts sagen. Es war einfach nur gigantisch, ohne Scheiß. Und ja, das war's von mir. Und ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Und natürlich auch die neuesten Unboxing-Videos von die ganzen Filmarena-Editionen wie Krampus, Deadpool, wird auch bei mir auf meinem Kanal zu sehen sein. Seid gespannt. Und ja, das war's von mir und gute Nacht und bis demnächst, euer Fäusen 80 und tschüss mit Ö und piep. Ah ja, und es kommen noch Outtakes jetzt, aber nicht viele. Wie sagen, okay. So ein Verrückter wie ich zum Beispiel oder wie er. Telefon! Telefon! Bis gleich! Bis gleich! Brauch und ja. Willst du es dann auch, nervig, oder? Viel Spaß beim Parken! In der anderen Ecke, da kannst du dich für ein paar Minuten mal hinstellen. Da steh ich frei! Da stehst du, oder was? Ja! Echt? Also, du kannst dich hinstellen, da steht der Stefan. Schön. Nee, oder? Ein paar Minuten bloß! Dann stelle ich. Ja, klar. Du hast auch ein großes Spiegel über dem Bett, oder? Natürlich. Also, ich film schon, ne? Das ist keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, so eine. Ich hab meinen Kopf. Ach, da guck, da vorne ist dann wieder mein. Ja, voll. Gleich läuft er im Stechschritt. Was? Gleich läuft er im Stechschritt hier. Ja, ich? Ja, ja. Nein, ich bin völlig entspannt. Merkst du nicht?
völlig wo längst. Hast du abgeschlossen? Ja, ich hoffe. Hast du abgeschlossen? Hab ich. Sind wir ja schon später drin. Sag doch mal was. Hallo. Was? Hallo, Horst. Wenn wir nicht mal eben drei Outtakes und dann... Ja, Outtakes sind immer... Wir haben heute immer schön auf diese Person zoomen. Wir haben heute extrem wenig Outtakes gemacht. Bis auf das im Einkaufszentrum. War ja ganz lustig. Ja, richtig. Ich muss jetzt aber nicht 4 Stunden halten, oder? Nur 3. Nicht so lange. Ready? Go. Das läuft doch schon die ganze Zeit. Ich weiß. Alles gut. Keine Wackelkamera? Kein Blatt? Naja, es wird unbequem. Okay. Ready? Ready.